Einen wunderschönen guten Tag, ihr kleinen süßen Freunde der super günstigen Make-up-Produkte. Gestern hat es an meiner Tür geklingelt und ich habe ein Paket von Max & More bekommen. Falls ihr Max & More nicht kennt, das ist so wie die Eigenmarke von Action. Es gibt in Berlin drei Actions. Ich fahre alle 2 Jahre mal zu einem. Das heißt, mein Action-Content in jedem Sinne ist recht gering. Aber ich habe mich sehr gefreut, denn eins von den Produkten, von den 4 Produkten, die ich jetzt hier mit euch testen möchte, sieht sehr, sehr spannend aus. Das Ganze ist wirklich günstig. Ich habe sogar eine Lidschattenpalette für 99 Cent bekommen. Und wir werden das Ganze heute testen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt schöne Osterfeiertage, falls ihr feiert. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr trotzdem frei habt. Und falls ihr nicht frei habt, thank you for your support in der Community. Es ist 5:46 Uhr. Ich sage es immer dazu, damit ihr versteht, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Wir schminken heute einen schönen Look mit super günstigem Make-up. Und ich hoffe, dass ihr darauf Lust habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Ihr seht, Augenbrauen habe ich schon drauf. Color Correction habe ich auch schon ein bisschen drauf. Ich habe eben meine komplette Make-up-Sammlung durchgesucht. Meine Nachbarn sind aus dem Bett gefallen. Ich habe die Foundation, ich habe den Primer und ich habe den Concealer nicht mehr gefunden. Eventuell habe ich ihn ganz vielleicht weggeworfen, weil die Sachen waren halt nicht so krass. Was ich aber weiß, und dicke Shoutout an Sabrina Rudnick, meine beste Freundin seit 2018. Die Base-Produkte und die Puder-Produkte von Max & More oder von den Euro-Shops generell, von günstigen. Ihr wisst, wie was das ist. Also, so Krusch-Läden. Die sind gar nicht schlecht. Und es gibt ein Produkt, wo ich sage: Mensch, wenn das hier der Shit ist, dann ist das der Shit. Es ist ein loses Setting-Puder. Und ihr wisst, meine Abhängigkeit an losen Setting-Pudern ist gigantisch groß. Ich habe einen hohen Verschleiß davon. Wenn ihr wüsstet, wie es hier aussieht, da hilft auch Tine Wittler nicht mehr. Okay, Freunde, wir machen heute einen Look. Ich mache mir mal schnell ein bisschen Foundation rauf. Ich mische mir dazu wieder mal was an. Ich benutze dafür eigentlich. Also, ihr habt es ja neulich schon gesehen. Die Fenty Foundation ist aktuell einer meiner absoluten Favoriten. Vor allen Dingen bei dem Wetter, was wir jetzt haben. Eine zarte Deckkraft mit genug Deckkraft, um ja so den ganzen Tag über schön auszusehen. Hier ist ja einmal, ich mische mir noch so ein bisschen flüssigen Highlighter mit rein. Also, ich glaube, ich habe gut diesen Sprung geschafft von Full Coverage King zu Glass Skin Queen. Zu diesem sehr, sehr, bin ehrlich mit euch, Inspiration dafür ist natürlich einfach mal Hatice Schmidts Haut. Das ist schon krass, wie sie ihr Make-up aufbaut und dieses super Natürliche hinkriegt. Also die Deckkraft von der Fenty Foundation ist wirklich fantastisch. Und wenn ihr da so einen Liquid Highlighter noch mit reinmischt, ist das wirklich, wirklich schön. Die Produkte von Max & More gibt es bei Action. Ich glaube, man kann sie auch sogar online besorgen. Max & More ist eine niederländische Marke, die wirklich sehr, sehr günstig Make-up herstellt. Und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, wie schafft eine Marke es, auch Rival de Loop oder Essence zum Teil ja auch, wobei die ja ein bisschen teurer geworden sind, so günstig Make-up zu produzieren. Ich bin ja selber gerade dabei, allerdings, ich kann euch die Antwort auch gleich geben, die Menge macht's. Wie viele Action-Läden gibt es allein in NRW oder im westlichen Teil von Deutschlands und im nördlichen Teil? Ist Action halt super beliebt. Und vor allen Dingen Holland, Belgien, Frankreich glaube ich sogar auch noch. Wenn in jedem Laden nur 5 Paletten liegen, es aber 1000 Filialen gibt, dann habt ihr schon mal 5000 Stück von einer. Und 5000 klingt auf der einen Seite nicht viel, auf der anderen Seite ist 5000 aber auch eine Menge. Die muss ja auch erstmal abverkauft werden. Und wenn die Palette 99 Cent kostet, wie klein ist dann der Centbetrag, um das Ganze einzukaufen? Während ich den Concealer einmal so ein bisschen antrocknen lasse, trage ich mir ein bisschen Blush auf. Also ich nehme im Moment. Ach nee, 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 nee. Wir benutzen jetzt ein Max & More Produkt. Und zwar ist das dieser Liquid Lipstick. Das ist die Farbe Blush. Und demnach denke ich mir, könnten wir den vielleicht auch als Blush auftragen. Kommt in einer. Wir brauchen jetzt nicht über Packaging-Qualitäten hier sprechen. Das ist natürlich recht günstig, aber bei einem Euro. Das ist okay. Riecht nicht, hat ein klassisches Lipgloss-Füßchen und ich gebe mir mal so ein bisschen was hier auf den Handrücken. Sehr deckend sieht das aus. Und dann nehme ich mir einen Stippling-Brush und arbeite mir das Ganze hier im Handrücken erstmal ein. Und dann seht ihr schon, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe und die setze ich mir.
Also ihr seht, im Moment probiere ich auch so ein paar neue Techniken aus. Ich gehe eher in dieses, vielleicht, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich blende mal schnell den Concealer aus. Ihr merkt ja, ich bin damit viel, viel glücklicher und das sieht ja auch frischer aus. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Blush dran und arbeite mir das hier ein. Ich mache immer erst den Concealer rauf, dass ich so ein bisschen Deckkraft noch rauskriege. Und dann mit dem Blush, gebe mir das halt auch immer gerne hier oben noch so ein bisschen rauf. Also, Fun Fact, meine Stirn ist halt sehr groß. Hier könnte ihre Werbung stehen. Und ich probiere auf der Stirn Platz für schöne Sachen zu schaffen. So. Mona Lisa oder der Schrei. Nee, wisst ihr, was ich meine? Ich will halt da einfach so ein bisschen, ja, mehr Farbe als einfach nur meine Hautfarbe. Ich nehme noch ein bisschen was, stempel mir das hier hin. Also der ist natürlich schon recht pigmentiert, das heißt, man braucht nicht viel, aber funktioniert sehr gut. Also benutzt eure Produkte wirklich für mehrere Sachen. Dafür sind sie da. Man kann nicht alles, zum Beispiel, man kann nicht jeden Liquid Lipstick am Auge benutzen, aber an der Wange, don't sue me, verklagt mich bitte nicht, ist das meistens kein Problem. Sehr, sehr schön. Also ihr seht, der Blush kommt gut raus. Bin gespannt, wie er auf den Lippen ist, weil dafür ist er ja eigentlich da. Okay, ich sette das Ganze und habe hierfür das Go Flawless Pretty Peach Scented Setting Powder. Das ist ein beduftetes Setting Puder. Ich habe es noch nicht auf dem Auge getestet. Das riecht wirklich ein bisschen nach Pfirsich. Ist es ein Setting Puder oder ein Baking Puder? Dieses seidig weiche Puder wird mattieren deinen Look. Heavy Layer of Powder Under the Eyes. Okay, a Heavy Layer ist ein Maxim Giacomo Layer. Also eine... habe ich auch noch nie gesehen, das unter auf einem Produkt steht. Trage eine dicke, schwere Schicht an Puder auf. Hi, me. Ich benutze wieder hier mein Mikrofaserprodukt. Nehme das auf. Sieht sehr gut aus. Es riecht so ein bisschen nach Pfirsich, aber auch ein bisschen nach von Trolli. Kennt ihr Trolli? Diese Süßigkeitenmarke? Die Pfirsiche. So dieser künstliche Pfirsich. Ich liebe ja alles, was mit Pfirsich ist. Ne? Also Pfirsich ist mein Vibe. Also extrem hohe Deckkraft hat das Puder, sehe ich schon. Dadurch, dass dieser White Cast, also das ist, man sieht, dass ich bake. Mit dem Rest gehe ich einfach hier so ein bisschen über die Stirn. Das wird jetzt natürlich alles wegmattieren, was ich mir gerade aufgebaut habe. Aber wir lassen das Ganze einmal kurz so ein bisschen setten. In der Zwischenzeit nehme ich mir einen großen Pinsel, gehe noch so ein bisschen ins lose Puder rein und sette damit einfach die Stirn und hier am Übergang. Glaubt ihr, es funktioniert? Weil das, also, ich schreibe euch hier hin, was das gekostet hat, dieses Puder. Ich habe es online nämlich noch nicht gefunden, aber vielleicht kommt das jetzt auch erst raus. Oh, shoot. Ach, krass. Freunde, ihr wisst ja, dass ich sonst immer das Jeffree Star Puder benutzt habe. Das nehme ich ja nicht mehr. Ich habe jetzt das Anastasia, das mag ich nicht so. Das Huda Beauty funktioniert nicht mit jedem Concealer. Das ist extrem smooth. Also es hat jetzt nicht so eine eigene hohe Deckkraft. Aber wenn ihr baked, wunderschön. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. So schön wie es jetzt aussieht, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange aussehen, denn es gibt einen Bronzer. Das ist der Sunkissed Glow Bronzer. Und es gab mal, ich weiß nicht mehr von wem, eine Limited Edition. Da war auch so ein Bronzer mit drin. Und ich glaube, ihr erahnt schon, was das ist. Das ist ein Highlighter für sehr dunkle Haut. I stan. Das ist Gold. Das ist kein Bronzer. Deswegen, ich nehme jetzt mal einen Bronzer und ich übertreibe ruhig ein bisschen. Wir wollen heute aussehen, als wären wir gerade, nee, ich wollte gerade sagen auf Mallorca, aber no. Okay, Bronzer ist einmal aufgetragen. Ihr seht gleich so ein bisschen frischer aus. Und jetzt gehen wir mit einem fluffigen Pinsel hier nur ganz, okay, ganz leicht und er knallt da rein, ey. Oh, guten Morgen. Und arbeite mir das so ein bisschen hier in den Handrücken an. Denn ich will jetzt hier einfach nur so ein, okay, da ist sie, so ein Bronzer-Topper haben. Und das funktioniert. Bitte, Freunde, tut euch den Gefallen, es sei denn, ihr habt eine dunkle Haut. Dann go for it. Go heavy in it. Wenn ihr wirklich aussehen wollt wie eine glowing goddess. Wenn ihr meine Hautfarbe habt oder heller seid als ich, nehmt das nicht pur auf euer Gesicht, sondern wirklich nur als Topper. Ihr seht schon, das ist schon sehr dunkel. Ne? Ich komme mal ein Stückchen näher. Dann geht es eigentlich, wenn das Licht so rauf scheint. Und ich mag auch die Textur davon sehr.
Das ist ein sehr, sehr zarter Schimmer. Also nicht so intensiv. Kontur sieht jetzt natürlich heavy aus, aber you know me, I am me. Wirklich aus, als wäre ich gerade vom Strand gekommen. Weniger ist mehr als Lidschatten. Vermutlich werden wir den gleich nochmal benutzen. Dafür ist er extrem pigmentiert. Ne? Also hohe Pigmentierung, günstiger Preis. Ihr habt 14,5 Gramm hier mit drin und sieht gut aus. Ich glaube, die Produkte sind alle vegan. Na, das Puder auch. Dann wird, naja, das ist alles vegan. Okay, wir schminken einen Augenlook, Mäuse. Und zwar gibt es hier diese Naked Palette. Die Max & More Eyeshadow Palette in Vintage Fire. Die ist halt, ne, da braucht man nicht drüber reden. Das ist 1:1 ein Naked Dupe. Günstige Verpackung. Die Farbschemen, die kennen wir so schon, was aber nicht schlimm ist. Ich weiß, es gibt immer Leute, die ein Produkt schön finden, sei es jetzt die Naked-Palette, sich das aber nicht leisten wollen oder auch leisten können. Und das ist völlig in Ordnung. Und dafür gibt es Dupes. Und dafür gibt es Dupes. Und das, also, ich bin der Letzte, der das irgendwie verurteilen würde. Look at me. Ich bin ein Dupe von mir selber. So seht ihr die Base jetzt auch nochmal von Namen. Also, das ist schon sehr intensiv. Ich persönlich mag das für Fotos, für Videos. So geht das, aber draußen wäre mir das zu viel, weil sobald die Sonne rausscheint, sieht das halt sehr Kim Kardashian 2008 aus. Fluffiger Blendepinsel, das ist einmal die Palette. Eine Farbe ist leider rausgebrochen beim Versand, das ist aber nicht so schlimm. Ich nehme jetzt erstmal hier dieses Beige. Ihr seht auf dem schwarzen Pinsel natürlich nicht so viel. Und die gebe ich mir nur leicht als Transition Shade hier hin. Ihr wisst, ich mag diese länglichen Fännchen überhaupt nicht, wenn man da immer so lang gehen muss und der Pinsel lädt sich halt nicht so gut auf. Farbe ist aber schon pigmentiert für eine Transition Shade. Darum geht es auch bei einer Transition Shade ja immer nicht, sondern Hauptsache es ist ein bisschen ausgeblendet. Pigmentierter als gedacht, bin ich ehrlich mit euch. Ich habe bei diesen Sabrina Brudnick Paletten immer schlechte Erfahrungen. Freunde, ich würde so gerne Sabrina Brudnick finden. Wenn ihr wisst, wer hinter Sabrina Brudnick der Euroshop-Marke steht. Also Euroshop ist eine eigene Linie, sowas wie Teddy. Bitte, contact me. Ich möchte mit Sabrina Brudnick zusammenarbeiten. Das ist mein größter Traum. Wir gehen weiter und wärmen das Ganze so ein bisschen auf mit diesem Rot. Die hat ein bisschen mehr Kickback, aber auch vegan. Ne? Also das ist ja bei Rot und bei Blau immer so ein bisschen schwierig. Nehmen wir den Pinsel von eben und verblende das Ganze hier nach oben. Das ist schon nicht schlecht. Ich nehme jetzt einen ganz, ganz kleinen Pinsel aus dem Beauty by Kiso Set, gehe hier in die dunkelste Farbe rein und stempel mir das, ich brauche einen Spiegel, hier außen hin und hier vorne noch so ein bisschen. Und gehe damit gleich hier außen hin nach unten. Ich nehme jetzt mal meinen Finger und gehe hier in dieses Gold. Extrem weich, erinnert mich so ein bisschen an Günstmaus aus meiner Palette. Ja, das ist halt, ja, ist ein softer Ton, ne? Also kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt der größte Metallic-Ton. Das ist halt ein Schimmerton. Wir haben hier so ein schönes kleines, wie heißt das? Schwämmchen? Ja, nee. Nehmt da euren Finger. Ich hätte mir noch eine hellere Schimmerfarbe gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Um hier noch so ein bisschen mehr Dimension reinzugeben. Aber es funktioniert einwandfrei. Auf die Entfernung sieht das Ganze wunderschön aus. Also bin ich ehrlich mit euch, hätte ich nicht gedacht. Bin begeistert, sieht schön aus. Kann man mal machen. Also ich mag es gerne, so günstige Lidschattenpaletten einmal zu testen und auch zu benutzen. Weil ganz ehrlich, am Abend landet es eh meistens im Abfluss. Und gerade jetzt, wenn man nicht irgendwie auf ein Event geht oder so, sind so günstige Paletten gar nicht schlecht. Und sie funktioniert. Also ihr wisst ja, Team Günstmaus ist am Start und offensichtlich auch ziemlich gut. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Das ist, wie gesagt, die Farbe Blush. Ich mag diese kleinen Füßchen nicht so gerne. Wow! Riecht halt nach Lippenstift, ne? Also das hat jetzt keinen eigenen Geruch. Ich trage mir noch ein bisschen Mascara auf. Sky High von Maybelline. Ich wurde ganz oft gefragt, ob ich Probleme habe beim Abschminken. Nee, habe ich nicht gehabt. Also es ging extrem gut, aber es liegt vielleicht an den Produkten, die ich benutze. Probiert mal mit dem Blauen von Garnier, damit funktioniert es auch. Der Liquid Lipstick trocknet gerade so ein bisschen an und hat immer noch eine schöne Deckkraft. Ah, ja, ja. Ich habe mich in der Schublade geklemmt. Und das ist der Look mit den Max & More Produkten. Freunde, ich bin ein bisschen sprachlos. Super schöne Deckkraft, der Liquid Lipstick. Das Puder, fantastisch. Selbst der Bronzer hat gut funktioniert. Lidschattenpalette, toll. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich hier
vielleicht 15 Euro im Gesicht habe. Und im Vergleich zu dem, was wir neulich gesehen haben, mit knapp 500 Euro an Make-up-Produkten, ist das schon wirklich schön. Und das freut mich immer, einfach um euch auch zeigen zu können, sehr, sehr günstiges Make-up kann manchmal sehr, sehr gut sein. Also ich setze euch die Links, wenn ich welche finde, unten rein. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ansonsten schaut mal bei Action vorbei. Ich bin begeistert. Schön, dass ihr mit dabei wart, Freunde. Ich wünsche euch zauberhafte Osterfeiertage. Am Montag gibt es selbstverständlich auch ein Video. Da bin ich beruflich in Köln. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Tschüss.